Hallo und guten Morgen. Ich darf euch alle herzlich willkommen heißen hier vorm Reichstagsgebäude, dem Sitz des Deutschen Bundestages. Ich nehme euch mit durch meinen Arbeitsalltag als Abgeordnete. Mein Name ist Nadine Schön. Ich vertrete das Saarland im Deutschen Bundestag und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, wir sind jetzt hier im Jakob-Kaiser-Haus. Das ist eines von mehreren Bundestagsgebäuden. In den Gebäuden sind die Büroräume der Abgeordneten, die Büroräume der Verwaltung und die Büros der Fraktion. Und da kommt schon einiges zusammen. Ich selbst bin stellvertretende Fraktionsvorsitzende seit der vergangenen Legislaturperiode. Das ist jetzt meine dritte Periode im Deutschen Bundestag und seit letzter Legislaturperiode bin ich stellvertretende Fraktionsvorsitzende für zwei Zuständigkeitsbereiche, nämlich für alle Themen rund um das Thema Digitalisierung und die Familienpolitik. Und das ist ja auch ziemlich viel, was auch vor allem junge Leute interessiert, vor allem die digitalen Themen. Und ich selbst finde es auch sehr spannend. Ja, mein Büroteam besteht aus den Fraktionsmitarbeitern, hallo, und den MdB-Mitarbeitern. Und als Fraktionsvize steht mir auch ein bisschen größeres Büro zu als den Abgeordneten, weil ich eben sehr viele Koordinierungsrunden, sehr viele Besprechungen etc. habe. Und was ich total lieb an meinem Büro ist diese Aussicht, nämlich mit Blick aufs Wasser, auf die Spree, auf den Reichstag, hinten dann in Richtung Bahnhof Friedrichstraße, direkt gegenüber ist auch die ARD. Und ja, das ist super schön, aber leider habe ich nicht so oft Zeit, hier im Büro zu sein. Meistens morgens sehr früh, in der Regel fange ich zwischen 7 und 8 an, dann ist es hier noch ruhig, man hat Zeit, die Schreibtischarbeit zu machen oder eben abends spät. So ab 20 Uhr kehrt dann auch noch mal Ruhe ein für Schreibtischarbeit und ansonsten sind die Tage schon ganz schön durchgetaktet mit Terminen, mit Sitzungen und das ein oder andere werde ich ja noch zeigen. Ja, ist doch noch relativ viel Papier hier, wobei ich versuche möglichst viel am PC und am iPad zu machen, aber manche Leute schreiben einem eben auch Briefe und wollen dann auch einen handschriftlich unterschriebenen Brief zurückbekommen. Das habe ich natürlich alles digital vorbereitet, aber unterschrieben werden muss es dann eben doch noch persönlich. Und genau, das ist die Arbeit, die dann ansteht. Es kommen auch tolle Broschüren, tolle Informationen. Man kann leider gar nicht alles lesen, was man an Infos bekommt. Aber wie so oft im Leben, es kommt eben darauf an, das wirklich Wichtige auszusortieren. Und was wichtig ist, das bespreche ich auch immer mit meinem Team. Habe ein tolles Büroteam, habe ein tolles Fraktionsteam. Wir machen regelmäßige Besprechungen, besprechen die Woche, den Tag und stimmen ab, wer was macht. Und ja, das steht jetzt an. Ja, jetzt beginnt die Bürobesprechung. Die Arbeit eines Abgeordneten ist halb im Wahlkreis, halb hier in Berlin. In Berlin wird die Sacharbeit geleistet. Wir machen Gesetze, Anträge, kontrollieren die Regierung. Und im Wahlkreis ist man sehr viel vor Ort unterwegs, in sozialen Einrichtungen, in Unternehmen. Ich habe Bürgergespräche und kümmere mich um ganz viele kleine Angelegenheiten. Alles, was die Menschen umtreibt, landet dann auch tatsächlich bei mir. Und ja, hier in Berlin besprechen wir natürlich die Woche, aber eben auch die großen Themen. Zurzeit habe ich ein großes Thema, nämlich eine Projektgruppe zum Thema Leben 2030 ist der Hashtag. Schaut einfach mal rein, ganz spannende Sachen. Und natürlich die ganze Palette der Digital- und der Familienpolitik. Also uns wird es nicht so schnell langweilig. Und ja, bei uns geht's jetzt los. Ja, der Bundestag ist ein Arbeitsparlament, das heißt, die Hauptarbeit findet in Ausschüssen statt, in Besprechungen und wir gehen als Abgeordnete sehr tief in die Gesetze rein, in die Materie und da muss man sich natürlich informieren, besprechen, die eigene Linie festsetzen und das mache ich jetzt zum Thema Mobilfunk mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Hallo. Hallo. Hi. So, genau. Und hier geht's jetzt los. Bis gleich. Jetzt geht's zur Fraktionssitzung. Fraktion, das sind alle Kolleginnen und Kollegen der CDU und der CSU. Wir treffen uns einmal in der Woche und da wird über die Hauptthemen diskutiert. Mir besonders am Herzen liegt eine bessere digitale Versorgung der Bevölkerung, also besserer Mobilfunk, besserer Breitbandausbau,
mehr digitale Bildung und eine modernere Verwaltung und im Familienbereich eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ja, es sind sehr viele Kolleginnen und Kollegen, was man an den Plätzen erkennt. Und jeder hat natürlich seine Themen und versucht, seine Themen eben auch ihnen Geltung zu verschaffen. Und jeder der Kolleginnen und Kollegen ist für ein Thema auch tatsächlich zuständig. Also jeder hat ganz ordentlich zu tun, weil wir sehr tief einsteigen in die Materie. Und ja, das hier ist mein Platz. Hier vorne sitzt der geschäftsführende Fraktionsvorstand, unser Fraktionsvorsitzender Ralf Brinkhaus, außerdem die Bundeskanzlerin und eben meine Kolleginnen und Kollegen im geschäftsführenden Fraktionsvorstand. Und ja, da wird schon über viele Stunden sehr heiß diskutiert. Ja, da unten könnt ihr lesen, der Bevölkerung. Vorm Eingang des Deutschen Bundestages steht dem deutschen Volke. Und mit diesem Schriftzug wollte man nochmal klar machen, dass wir hier Politik machen für alle Menschen, die in Deutschland leben. Alle Abgeordneten haben 1999 ein bisschen Erde aus ihrem Wahlkreis mitgebracht. Ich habe dann später auch noch was mitgebracht. Und deshalb wächst da unten irgendwo saarländisches Gras oder ein Bäumchen und eben Fahne, Bäume, Gräser aus der ganzen Bundesrepublik. Und ich finde es wunderschön, weil damit einfach die Vielfalt unseres Landes auch an dieser kleinen Stelle nochmal deutlich wird. Ja, hier in den unterirdischen Gängen des Bundestags gibt es auch Kunst. Und zwar ist das hier mein Lieblingskunstobjekt. Hier hat jeder demokratisch gewählte Abgeordnete eines deutschen Parlaments, also von der Weimarer Republik bis zum Umzug nach Berlin 1999, ein Kästchen. Also jeder Abgeordnete ist hier verewigt mit Name, Parteizugehörigkeit und der Zeit, in der er im Parlament war. Und für die dunkle Zeit unserer Geschichte, wo es kein demokratisch gewähltes Parlament gab, nämlich von 33 bis 49, ist dieses schwarze Kästchen hier unten. Und ja, hier sind viele Kollegen, man kann vieles von den Vorgängerinnen und Vorgängern lernen. Und mein Vorbild ist Annegret Kramp-Karrenbauer. Und da auch sie schon mal Mitglied des Deutschen Bundestags war, gibt es auch von ihr hier ein kleines Kästchen. Und ja, es sind aber viele Kollegen, von denen man, denke ich, sehr viel lernen kann, die hier sehr vieles bewirkt und bewegt haben. Jetzt zeige ich euch den Plenarsaal. Hier finden die Debatten statt. Das ist das Herz der Demokratie. Hier werden am Schluss auch die Beschlüsse gefasst. Die Hauptarbeit findet eben in Besprechungen, in Ausschüssen statt. Aber was am Schluss gilt? Das ist das, was hier beschlossen wird. Wenn ihr jetzt auch Lust auf Politik bekommen habt, dann engagiert euch. Ich würde mich freuen, denn ja, Politik, egal ob auf lokaler Ebene, auf Länderebene, auf Bundesebene, entscheidet eben darüber, wie wir in den nächsten 10, 20 Jahren leben. Und da ist es wichtig, dass ihr dabei seid, dass ihr mitmacht. Ich werde manchmal gefragt, ob nicht die politische Auseinandersetzung so hart ist, weil man immer die Shitstorms bei Twitter oder bei Facebook liest. Das gibt es und ich finde, da haben wir alle eine Verantwortung, dass wir hier besser und demokratischer diskutieren, auch in sozialen Netzwerken. Aber diese Eskalation ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Die wirkliche politische Auseinandersetzung ist meistens sehr fair, sehr konstruktiv und es kommt wirklich was dabei rum. Deshalb traut euch, macht mit, engagiert euch. Ich freue mich auf jeden Fall über euer Interesse an diesem Video. Wir können gerne in Kontakt kommen zu den verschiedenen Themen und bis dahin sage ich, bis bald.